So Leute, Tyson wieder hier für Athletic Statics und es geht weiter in unserer kleinen Kniebeuge-Fehlerreihe. Und im heutigen Video soll es mal um das Thema gehen, wenn die Knie nach innen fallen. Ja, also Caving Knees auf Englisch und auf Deutsch, wie könnte man das nennen? Gibt es dafür eine Bezeichnung auf Deutsch? Nach innen fallende Knie. Nach innen, ja genau, nach innen fallende Knie. Und ich zeige euch mal kurz, wie es aussieht. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen. Und zwar ist das Ganze, man hebt die Stange raus, es wird so ganz normal der Stand eingenommen und dann haben halt viele Anfänger noch das Problem, dass wenn sie beugen, dass dann die Knie so nach innen kommen beim Hochbeugen oder vielleicht sogar schon beim Runtergehen, dass die Knie nach innen beugen und man dann so macht. Grund hierfür ist einfach, dass wir im Alltag unsere Hüfte zu selten abduzieren. Was zur Hölle? Quasi nach außen bewegen und nach, also extern rotieren. Diese Bewegungen haben wir einfach im Alltag nicht mehr, weil wir sehr viel sitzen. Sehr viel hier arbeiten, wir fahren hier Auto, wir sitzen hier und das ist einfach eine Sache, die braucht man im Kniebeugen. Ja, man braucht eine gewisse externe Rotation, man braucht eine gewisse Abduktion in der Hüfte und wie das normalerweise aussehen sollte, ihr kennt das schon von mir, ist das, die Fußspitzen leicht nach außen zeigen, so, ja, und dass das Knie dann in Linie mit dem Fuß nach außen geht und dass die Knie auch beim Hochgehen so bleiben, so dass wir quasi nicht diese Bewegung haben, sondern wirklich auf hier dieser Linie arbeiten. Dann gibt es eine ganz einfache Sache, wie man das trainieren kann. Man könnte natürlich separat isoliert die Abduktoren trainieren, die externe Rotation trainieren oder man macht es einfach während der Kniebeuge mit zum Beispiel diesen Bändern. Ich habe jetzt leider nur ein rotes und ein schwarzes dabei. Ich habe mich schlecht vorbereitet. Zwei rote wären besser. Man könnte zum Beispiel hingehen, wenn man so ein rotes Band hat, sich das hier drum wickeln. Knoten reinmachen. Ich symbolisiere das jetzt einfach mal. Hier ist jetzt ein Knoten drin und man geht hin und konzentriert sich beim Beugen darauf, dass man die Knie außen hält. Man muss sich aber wirklich darauf konzentrieren, dass sie außen bleiben. Wenn ihr euch nicht darauf konzentriert und die jetzt nach innen kommen lässt, dann verschlimmert ihr das Problem nur noch. Also wirklich nach außen arbeiten, das sorgt dafür, dass ihr während der Beuge eine Aktivierung im Gluteus drin habt. Und so quasi, wenn ihr dann ein paar Reps mitmacht und euch wirklich darauf konzentriert, automatisch danach den mehr aktiviert habt und ganz normal eure Kniebeugen machen könnt. Es gibt jetzt auch das Phänomen, dass Leute das nur auf einer Seite haben. Dass ihr zum Beispiel eine Beuge macht und dann passiert das hier. Kennen auch viele Leute. Wie macht man das Ganze denn jetzt einseitig? Ihr nehmt euch einfach dieses Band, macht das zum Beispiel hier fest und geht dann mit dem zu behandelnden Bein quasi hier rein, nehmt das Gewicht ganz normal raus, stellt euch ganz normal in eure Beugeposition und während ihr jetzt runtergeht, konzentriert ihr euch darauf, dass das Knie wirklich außen bleibt, ja? Also dass das Knie, was normalerweise nach innen kommt, außen bleibt und auch beim Hochgehen. Wichtig hier ist natürlich jetzt nicht Trainingsgewicht, ja? Sondern einfach mal, ich sag mal so 60% der Intensität, also wirklich weniger Gewicht, als ihr normalerweise nehmt. Und dann wirklich darauf konzentrieren, dass das Bein draußen bleibt. Es gibt auch diese Loop-Bänder. Die habe ich jetzt leider nicht hier. Die werden wir demnächst im Shop haben. Sobald wir sie im Shop haben, verlinke ich euch das Ganze natürlich auch drunter. Die sind in einem Durchschnitt, die kann man direkt um die Knie legen. Kennt ihr bestimmt aus anderen Videos. Die zweite Möglichkeit wäre jetzt, wenn ich zwei rote Bänder hätte. Und quasi, ich zeige euch mal kurz. Ihr müsst euch vorstellen, das sind jetzt zwei rote Bänder, beziehungsweise ich sag mal so ab einer 180er-Beuge kann man auch zwei schwarze Bänder nehmen. Und ihr macht ihr euch quasi hier drum. Und der aufmerksame Zuschauer hat jetzt schon gesehen, dass es jetzt quasi in beide Richtungen zieht. Der Vorteil, finde ich, den man gegenüber einem Loopband hat, ist, dass das Band tatsächlich im 90-Grad-Winkel genau am Knie zieht. Also quasi den maximalen Hebel, den man haben kann, um wirklich den Gluteus zu aktivieren. Ihr seht das hier, 90 Grad, 90 Grad. Natürlich im Optimalfall die gleiche Widerstandsbandstärke. Und dann wirklich einfach eure Kniebeugen ausführen, die Knie außen halten. Und so habt ihr natürlich nach ein paar Wiederholungen, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, jetzt komme ich hier nicht raus,
wirklich das drin. Also es ist auch wirklich nur so eine Aktivierungsgeschichte. Ihr habt ihr den Arsch, ihr müsst ihn nur verwenden. Und das ist auch das gleiche wie beim Kreuzheben. Viele Leute wissen nicht, wie sie ihren Gluteus in eine Kniebeuge vernünftig reinbekommen. Ja? Das ist ja auch das, wenn man sagt, vor der Kniebeuge die Hüfte nach außen rotieren. Das ist nichts anderes, als dass man im Kopf behält, dass die Knie schön in Linie über die Fußspitzen gehen sollten. Nicht zu viel, das habe ich mal gemacht. Ich habe das immer zu viel gemacht. Das endet auch nicht ganz so gut, meine Freunde. Ihr habt es mittlerweile mitbekommen. Knöchende Knie, ich arbeite mittlerweile dagegen. Aber definitiv über den Fußspitzen das Knie mit dieser Sache, wenn man nach innen cavet. Super Sache. Und ja, meine Freunde, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Die Bänder, wenn das Loopband da ist, auch, gibt es natürlich im Link in der Beschreibung, über den Link in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt zu Kniebeugen, Kreuzheben, sonstigem, haut sie mir in die Kommentare. Einmal pro Woche gibt es auf jeden Fall ein Technikvideo. Bis dahin, macht's gut. Peace. 5 Minuten.